Jedes Kind läuft gerne, springt gerne. Kein Kind geht eine Treppe normal hoch. Es wird gehüpft, es wird gesprungen. Es braucht nur ein bisschen Fantasie und der größte Pferdeparcours ist im Garten aufgebaut. Ob das die Schaufel ist oder ein Hütchen oder einfach nur ein Strich auf dem Boden. Bei schlechtem Wetter im Winter, draußen regnet es von der Seite, kann ich jedem nur empfehlen, das Wohnzimmer zum Tobeplatz umzuwandeln. Und die Kinder entwickeln tolle Ideen, ob das jetzt die Froschsprünge von Kissen zu Kissen waren oder von Papas Rücken runter auf die Couch. Die positive Rückmeldung beim Sport, die ist essentiell. Die Kinder sind darauf angewiesen, weil sie sich in diesem Alter noch nicht so selbst einschätzen können. Ja, super. Also Laufen und Springen fördert die Koordination und die Kraftfähigkeiten. Das sind essentielle Dinge, die wir brauchen, um zu laufen, aber auch um alle anderen Sportarten zu erlernen. Das brauchen die Kinder ja im Alltag, wenn sie irgendwo hochklettern wollen. Durch Laufen, Springen, Hüpfen lernen sie ihre Kraft zu dosieren. Das ist ganz, ganz wichtig für alles Spätere, letzten Endes auch um den, ja, um den Bleistift zu halten. Daher hüpfen, springen, laufen, jederzeit und immer wieder.